Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte Ihnen heute Nachmittag dreierlei anbieten. Erstens eine Definition des inzwischen ja bekanntermaßen inflationär gebrauchten Begriffs Populismus. Zweitens ein Argument darüber, warum Populismus für die Demokratie und für die pluralistische Gesellschaft gefährlich ist. Und drittens einige Gedanken darüber, wie man sich mit dieser Gefahr auseinandersetzen soll. Vor allem im Lichte der Sorge, dass die Freunde der pluralistischen Gesellschaft, wenn sie das irgendwie nicht richtig hinkriegen mit der Auseinandersetzung mit den Feinden, vielleicht am Ende den Feinden ganz ähnlich werden. Sie erinnern sich vielleicht, dass im Originalkontext, auf den ja diese Tagung auch rekurriert, der Originalkontext des Kalten Krieges, des Zeitalters des Totalitarismus, in dem Karl Popper sein berühmtes Buch schrieb, da war das immer eine große Sorge, dass zum Teil Liberale sagten, naja, schau mal, die Sowjets, die haben doch ein starkes Glaubenssystem oder gar eine starke Ideologie. Wir im Westen brauchen das auch, sonst können wir die gar nicht besiegen. Also dass das Ganze auf so eine Art Symmetrie rauslaufen könnte. Und da haben sich mit guten Gründen auch viele gegen gewehrt. Und in diese Richtung möchte ich am Ende auch hinaus. Aber erstmal die Frage, was ist überhaupt Populismus? Entgegen dem, was wir heutzutage, denke ich, fast jeden Tag lesen oder hören, ist nicht jeder, der, wie es dann so schön pauschal heißt, Eliten kritisiert, automatisch ein Populist. Wäre im Grunde auch sehr merkwürdig, wenn das der Fall wäre. Seit Jahrzehnten sagt uns die politische, demokratische Bildung, seid wachsam gegenüber den Mächtigen, schaut, was die Regierungen machen, schaut denen auf die Finger. Und plötzlich soll jeder, der Eliten und insbesondere politische Eliten kritisiert, automatisch ein Populist und damit irgendwas für die Demokratie Gefährliches sein. So einfach kann es nicht sein. Mein Vorschlag ist, dass nur diejenigen Populisten genannt werden sollen, die sagen, dass sie und nur sie das Volk vertreten. Oder was Populisten häufig auch das wahre Volk nennen oder sehr häufig auch die schweigende Mehrheit. Also kurz gesagt, der Anspruch auf eine Art moralische Alleinvertretung des Volkes mag sich auf den ersten Blick gar nicht so schlimm anhören, ist nicht automatisch gleich Rassismus, Nationalismus etc. Aber es folgen sofort zwei Dinge, die für die Demokratie immer gefährlich sind. Erstens sagen Populisten stets, dass alle anderen Wettbewerber um die Macht auf irgendeine Weise illegitim sind. Und da geht es nie nur um die Auseinandersetzung in der Sache, die ja in der Demokratie völlig normal ist. Nein, die Populisten werden in gewisser Weise immer gleich moralisch und in gewisser Weise werden sie auch immer gleich persönlich. Die anderen sind korrupt, die anderen arbeiten nicht fürs Volk, sondern für die EU, multinationale Unternehmen, was auch immer. Ich denke, man muss nicht allzu weit in der Geschichte zurückgehen, um an ein Fallbeispiel zu denken. Ich möchte um Gottes Willen nicht nochmal die Dinge wiederholen, die Donald Trump über seine Kontrahentin während der letzten 16, 17, 18 Monate gesagt hat. Ich möchte nur unterstreichen, dass Trump in dieser Hinsicht als Populist ein Extremfall war, aber kein Ausnahmefall war. Die machen das alle auf die eine oder andere Weise. Zweitens und weniger offensichtlich sagen Populisten auch, dass diejenigen unter den Bürgern, im Volke selber, wenn sie so wollen, die ihre Konzeption des Volkes, des wahren Volkes nicht teilen und deswegen logischerweise die Populisten auch politisch nicht unterstützen, dass all diejenigen vielleicht ihren Status als zum Volke wirklich dazugehörend in Zweifel gezogen bekommen können. Ganz kurzes Beispiel auch dazu. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, dass sogar noch in der Nacht des Brexit Nigel Farage eine Rede hielt, eine triumphale Rede, wo er sagte, das sei ein, wie er sich ausdrückte, Victory for real people gewesen.
was ja nichts anderes impliziert, als dass die 48%, die in der Europäischen Union drinbleiben wollen, naja, irgendwie nicht ganz real sind, irgendwie nicht so richtig dazugehören. Lange Rede, kurzer Sinn. Populisten sind der Essenz nach, würde ich sagen, immer Antipluralisten und sie nehmen immer zwei Formen von Ausschlüssen vor. Einen offensichtlichen auf der Ebene der Parteipolitik, der Eliten, wenn sie so wollen, aber auch den weniger offensichtlichen auf dem Level der Bürger, des Volkes selber. Falls es noch nicht völlig klar geworden ist, lassen Sie mich ein paar Sätze anfügen, warum genau das jetzt gefährlich für die Demokratie ist und auch in Fällen, in denen Populisten erst gar nicht an die Macht kommen. Es ist vielleicht schon sehr offensichtlich, dass es grundsätzlich für eine demokratische politische Kultur nicht besonders hilfreich ist, wenn Figuren mit einer gewissen politischen Autorität sagen, naja, diese Gruppe oder jene Gruppe oder Menschen mit folgenden Charakteristika gehören eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich dazu. Auch wenn die nicht an die Macht kommen, hat das wahrscheinlich schon einen gewissen Effekt im öffentlichen politischen Diskurs. Zweiter und vielleicht weniger offensichtlicher Punkt. In gewisser Weise haben die Populisten ja, wenn sie meiner Theorie was abgewinnen können, immer sofort ein geradezu logisches Problem in all denjenigen Fällen, wo sie zwar einerseits diesen moralischen Alleinvertretungsanspruch stellen, andererseits aber Wahlen gar nicht gewinnen. Wie kann das denn sein, dass nur wir das wahre Volk vertreten und dann bekommen wir, naja, 11%, 25%, was auch immer. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Deswegen, ohne das jetzt zu verallgemeinern wollen, ich sage nicht, dass sie das immer machen, aber deswegen ist es meiner Ansicht nach kein Zufall, dass sehr, sehr häufig Populisten Wahlergebnisse grundsätzlich in Frage stellen oder versuchen, einen gewissen grundsätzlichen Zweifel am bestehenden demokratischen System zu wecken. Sie erinnern sich vielleicht auch noch ganz aus jüngster Vergangenheit an das, was letztes Jahr in Österreich passiert ist, wo die unterlegene Partei in gewisser Weise gesagt hat, es kann überhaupt nicht sein, dass wir hier verlieren. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an den berühmten Satz von Norbert Hofer gegenüber seinem Kontrahenten Alexander van der Bellen, dem Professor, wo er dann sagte, Sie, Herr van der Bellen, Sie haben die Haute Volée, ich, Norbert Hofer, habe die Menschen. Naja, das kann ja gar nicht sein, dass die Menschen verlieren gegen die Haute Volée. Aber vielleicht kann es doch sein, und das ist in gewisser Weise das populistische Erklärungsmuster für solche Fälle, wenn die Eliten irgendwas gemauschelt haben. Wenn sozusagen das Establishment es vermocht hat, die schweigende Mehrheit daran zu hindern, sich politisch wirklich auszudrücken. Wie der Ausdruck schweigende Mehrheit ja schon suggeriert. Wenn die Mehrheit sich ausdrücken könnte, wären die Populisten immer schon an der Macht. Die Tatsache, dass sie zum Schweigen verdammt ist, zeigt ja nur, dass die Eliten irgendwas mauscheln. Auch in diesem Fall gilt, selbst wenn die halt Wahlen nicht gewinnen, ist es unterm Strich wahrscheinlich für ein politisches System nicht gut, wenn ständig suggeriert wird, dass das vielleicht nur eine Fassadendemokratie ist, dass da hinter den Kulissen immer irgendwas anderes läuft und so weiter. Ich füge gleich hinzu, dass natürlich jeder von uns unser System kritisieren darf. Ist ja völlig normal. Auch da könnte man sagen, das ist eigentlich etwas, was die politische Bildung uns schon seit Jahrzehnten sagt, ist was Gutes. Der engagierte Bürger, der sagt, ich finde unser Wahlsystem nicht gut oder was auch immer. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Was man nicht machen kann, meine Damen und Herren, ist wie der Populist hinzugehen und zu sagen, weil ich nicht gewinne, ist an unserem System was faul. Das ist kein demokratisches Argument. Wenn diese Figuren an die Macht kommen und ausreichende Mehrheiten haben und Kräfte, die vielleicht ein gewisses Gegengewicht bieten könnten, Verfassungsgerichte, freie Medien, wenn die zu schwach sind, dann, meine Damen und Herren, passiert das, was wir seit geraumer Zeit in der Türkei erleben, was wir seit 2010 in Ungarn erleben, was wir seit 2015 in Polen erleben. Soll heißen, dass entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass Populisten eigentlich überhaupt nicht regieren können, weil deren Ideen sind ja so himmelschreiend vereinfachend, dass das alles sofort an der Realität scheitert.
entgegen der Meinung auch, dass das ja alles Prozessbewegungen sind. Und schon logischerweise kann man als Protestbewegung nicht regieren, denn man kann ja nicht ständig dann gegen sich selber protestieren, wenn man erstmal an der Macht ist. Entgegen all diesen weit verbreiteten Meinungen, denke ich, sind wir inzwischen in einer ganz guten Position, um zu beurteilen, was Populisten an der Macht wirklich tun. Sie regieren als Populisten, soll heißen als Antipluralisten, als Figuren, die einer Opposition in gewisser Weise prinzipiell die Legitimität absprechen, die sofort immer mit dem Argument bei der Hand sind, dass wenn sich ihnen jemand entgegenstellt, die Gerichte, die Medien, Leute auf den Straßen, man immer sofort sagen kann, die, die sich uns entgegenstellen, die verhindern die Umsetzung des wahren Volkswillens. Ergo, das sind eigentlich die Antidemokraten. Die Tatsache, dass wir diese Argumente immer wieder sehen und, wie Sie alle wissen, seit ein paar Wochen auch in den USA sehen, denke ich, zeichnet spezifisch diesen populistischen Regierungsstil aus. Wenn Sie möchten, können wir später in der Runde vielleicht noch über mehr Details reden. Es gibt noch andere Muster, die sich relativ klar identifizieren lassen, wenn man sich den Regierungsstil dieser Figuren etwas genauer ansieht. Ich möchte nur unterm Strich noch einmal bekräftigen, dass sozusagen unsere Normalerwartung in Fällen, wo diese Leute an die Macht kommen und ausreichend Macht dann auch haben, unsere Normalerwartung sollte sein, dass sie ihre Länder versuchen, in eine, gelinde gesagt, autoritäre Richtung zu schieben. Alles andere ist naiv. Dritter und letzter Teil. Wie sollte man sich nun mit Populisten auseinandersetzen? Ich denke, die größte Falle in diesem Bereich ist, dass man sagt, weil ihr ausschließt, schließen wir jetzt euch aus. Das ist genau der Fehler, den einige dieser klassischen Liberalen während des Kalten Krieges vermeiden wollten. Die gesagt haben, nein, wir können nicht in so eine Situation von Symmetrie geraten, wo wir letztendlich so ein bisschen was machen, was so ähnlich ist wie das, was die vielbeschworenen Feinde der offenen Gesellschaft auch machen. Auseinandersetzung, aber das ist kein normatives Argument, sondern eher ein strategisches Argument, ist auch deswegen unabdingbar, weil wenn man die Leute völlig ausschließt, wenn man sagt, nee, mit ihnen setze ich mich erst gar nicht aufs Podium, mit ihnen bin ich nicht in der Talkshow, wenn ihre Partei im Parlament was fragt, dann gehe ich raus und antworten werde ich schon gar nicht und so weiter, dann stärkt man natürlich die Erzählung, welche die Populisten ihren eigenen Anhängern ständig vorgeben. Die Eliten hören nie zu. Es gibt diese ganzen Tabuthemen, über die keiner reden darf. Schaut mal, wie viel Angst die Eliten vor uns haben. Die reden noch nicht mal mit uns. Also man macht sozusagen deren Position in dieser Hinsicht im Zweifelsfalle nur stärker. Nur, es ist sicherlich auch ein großer Fehler, jetzt von einem Extrem ins andere zu schwenken, wie es leider häufig passiert. Mit Populisten reden heißt nicht wie Populisten reden. Leider gibt es aber genug Politiker, die sagen, naja, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, dann muss ich sozusagen auch erstmal deren Problembeschreibung übernehmen. Und dann kommt ja häufig das schöne Wort von den echten Sorgen und Nöten der Menschen. Angeblich haben die Populisten dann plötzlich ein Monopol darauf, diese wahren Sorgen und Nöten der Menschen zu identifizieren. Das ist aber nicht so. Man kann über alle möglichen Themen in der Demokratie bekanntermaßen reden, aber man muss nicht die Problembeschreibung seiner Gegner einfach übernehmen, um ein Gespräch überhaupt erst zu ermöglichen. Auf einer, wenn Sie so wollen, normativ-moralischen Ebene ist es ein Fehler, diesen Akteuren hinterherzulaufen, weil man natürlich damit gewisse Positionen im Zweifelsfalle legitimiert. Die so und so Gruppen sind immer schuld, ja, diese Art von Rhetorik. Und damit vielleicht auch, oder sehr wahrscheinlich, einer demokratischen Kultur als Ganzes schadet. Es ist aber auch strategisch nicht sehr schlau, denn wie Sie alle wissen, können die Populisten dann immer sofort antworten, naja, schaut doch mal, wir sind doch das Original. Warum wollt ihr denn die Kopie wie beispielsweise Herrn Sarkozy wählen, ja, wenn ihr gleichzeitig sowieso Marine Le Pen noch zur Auswahl habt? Lassen Sie mich noch zwei Punkte anfügen. Ich denke, dass man auf der einen Seite nicht, wie gesagt, nicht prinzipiell ausschließen sollte. Gleichzeitig ist aber auch innerhalb einer demokratischen Debatte
Momente geben kann, wo ein guter demokratischer Politiker oder Politikerin wiederum sehr klare Grenzen ziehen sollte, ziehen muss. Beispiel: Man kann legitimerweise sehr, sehr viele verschiedene Positionen vertreten, was Einwanderung, was Flüchtlingspolitik etc. angeht. Aber wenn beispielsweise ein Politiker sagt oder suggeriert, es gäbe da einen geheimen Plan von Frau Merkel, das deutsche Volk durch Syrer zu ersetzen, dann denke ich, ist sehr wichtig, dass jemand sofort sagt, Moment, jetzt haben wir das Territorium der normalen politischen Auseinandersetzung über Sachthemen verlassen. Natürlich wird dieser Politiker nicht dann zurückschrecken und sagen, oh Entschuldigung, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gerade eine Verschwörungstheorie lanciert habe. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Bürger, die dem zuhören, die sich das ansehen und die vielleicht sagen, gut, ich stimme ja vielleicht überein, was gewisse substanzielle Positionen zu diesen Fragen angeht, aber ich will vielleicht doch nicht unbedingt in einem Boot sitzen mit Leuten, die diese Verschwörungstheorien ständig lancieren oder die ständig behaupten, dass wir bereits in einer Diktatur lebten, etc. etc. Ist vielleicht eine fromme demokratietheoretische Hoffnung, aber ich denke, wir können das sozusagen von unseren Politikern auch erwarten, dass sie einerseits die Auseinandersetzung nicht scheuen, andererseits sich dann aber auch nicht in solchen Situationen so ein bisschen rauswinden oder das einfach mal so passieren lassen. Denn wie gesagt, da passiert auf einmal was anderes, was auch besonders gefährlich dann sein kann. Allerletzter Punkt. Ich habe jetzt bisher hauptsächlich nur von, also fast schon ein Schimpfwort heutzutage, Berufspolitikern und Politikerinnen geredet. Aber wir sind ja hier auch als Bürger oder wie es dann zum Teil etwas herablassend heißt, einfache Bürger. Und in dieser Hinsicht gibt es vielleicht eine interessante Lektion aus dem letzten Jahr, die noch nicht so groß diskutiert wurde. Wir kennen ja alle dieses Image, was wir auch im Moment überall in den Zeitungen, im Fernsehen sehen und hören. Etwas nach dem Motto, erst Brexit, dann Trump. Naja, will das als Nächster, dann Le Pen und Gott weiß was in Deutschland. Ja? Das ist ja auch eine Theorie, eine Domino-Theorie, die beispielsweise von Marine Le Pen selber sehr offensiv in Umlauf gebracht wird, weil man damit ja einen geradezu sozusagen unausweglichen automatischen Prozess suggeriert. Überall wird jetzt das Gleiche passieren. Die Populisten sind überhaupt nicht mehr zu stoppen. Aber wenn man sich an letztes Jahr erinnert, dann weiß man auch, dass in einem Land das Domino schon nicht gefallen ist. Nämlich in Österreich. Da gibt es viele Erklärungen. Eine Erklärung, die in Deutschland sofort sehr populär war, war zu sagen, ja, der Van der Bellen, der hat dann Tracht getragen und hat sich vor den Alpen ablichten lassen. Und vielleicht müssen wir dann auch mal wieder das Deutschland-Fähnchen in die Talkshows bringen, um uns als gute Patrioten sozusagen darzustellen und so weiter und so fort. Das mag eine Rolle gespielt haben, ich will das gar nicht abstreiten. Aber aus meiner Beobachtung zumindest scheint etwas anderes viel wichtiger gewesen zu sein. Die Tatsache, dass viele Menschen sich in der Van der Bellen-Kampagne engagiert haben, nicht weil sie wirklich die Grünen so toll finden, mit Verlaub, sondern weil sie gesagt haben, Hofer ist eine wirkliche Gefahr. Und die Kampagne selber und sie selber wiederum gesagt haben, das wird nur funktionieren, wenn wir selber aus unseren normalen Lebenswelten, unseren üblichen Milieus irgendwie rausgehen. Und mal nach, sehr klischeehaft jetzt gesagt, wenn Sie Wien kennen, nach Simmering gehen und nach Floridsdorf und dahin, wo ich normalerweise nicht hingehe und mit Leuten rede, mit denen ich normalerweise nicht rede. Und wenn ich da mit denen rede, dann sage ich nicht sofort, ah, du bist ein Faschist, wenn du jetzt das und das sagst, sondern ich finde andere Mittel und Wege, um mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die vielleicht den Hofer ganz gut finden, aber vielleicht auch offen sind für gewisse Argumente. Das, denke ich, ist eine Lektion für Bürger selber, was man, wenn man sich denn engagieren will, wirklich machen kann. Aber wenn ich noch einmal zu dem, was heute immer so verächtlich das Establishment heißt, zurückkehren darf, Österreich bietet auch noch eine andere Lektion in dieser Hinsicht. Dieses ganze Bild von erst Brexit, dann Trump etc. ist ja insofern völlig irreführend, als dass Nigel Farage nicht eigenhändig den Brexit herbeigeführt hat. Er brauchte ja seine sehr, sehr etablierten konservativen Alliierten. Er brauchte seinen Boris Johnson, er brauchte vielleicht besonders seinen Michael Gove, der Mann, der berühmterweise gesagt hat, dieses Land hat genug von Experten. Michael Gove war selber oder ist selber so eine Art Tory-Intellektueller. Es brauchte also einen Experten,
um dem Volk zu suggerieren, naja, mit der Expertise ist gar nicht so weit her, Leute, glaubt das mal nicht wirklich. Ja? Und genauso, das ist was schon Banales zu sagen, aber es wird so selten gesagt, ist Donald Trump nicht als Kandidat einer dritten, neuen Anti-Establishment-Graswurzel-Partei zum Präsidenten geworden, sondern als Kandidat einer sehr, sehr etablierten Partei. Und er brauchte auch den Segen von sehr, sehr etablierten Figuren, wie, Sie erinnern sich alle, Chris Christie, Rudy Giuliani und auch hier vielleicht besonders interessant, Newt Gingrich, der im Kontext der amerikanischen konservativen Bewegung als ein Intellektueller wahrgenommen wird. Der schreibt nämlich Bücher über Geschichte und so futurologische Studien und so weiter und so fort. Und der dann auch im vergangenen Sommer, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, bei CNN auftauchte und sagte, das mit den Kriminalitätsstatistiken, das stimmt alles nicht. Und dann sagte seine Interviewpartnerin, aber das FBI sagt das. Und Gingrich sagte, ich glaube den Theoretikern nicht, also war für viele von uns neu, dass das FBI voller Theoretiker ist, aber egal. Ich verlasse mich darauf, was die Menschen fühlen. Also auch da brauchte es jemand, der sozusagen als was besonders Intellektuelles wahrgenommen wurde, um den Menschen zu suggerieren, nee Leute, glaubt das nicht alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab bisher keinen wirklich großen populistischen Erfolg ohne die, böse aber nicht falsch gesagt, Kollaboration von konservativen Eliten. Deswegen, statt immer also gebannt auf die Populisten isoliert zu schauen, was macht jetzt Wilders, was macht jetzt Le Pen und so weiter, sollten wir immer das Gesamtbild im Auge behalten und wir sollten auch immer fragen, was machen denn die viel etablierteren Figuren? Laufen die denen hinterher? Sind die vielleicht bereit zu kollaborieren? In Österreich waren sie es letztendlich nicht. Viele ÖVP-Bürgermeister, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hatten, gerade auf dem Land, also viel mehr als die angeblich fleischhassenden, autohassenden Grünen aus Wien, ja, haben ihren Bürgern gesagt, ihr könnt den Hofer nicht wählen, das ist gefährlich, der nimmt uns vielleicht doch aus der EU und so weiter. Das hat sicherlich auch einen großen Unterschied gemacht. Deswegen, letztes Plädoyer, sollten wir das, was letztendlich keine neutrale, objektive Beschreibung der Wirklichkeit ist, erst Brexit, dann Trump, dann und so weiter, erstens hinterfragen und zweitens auch immer schauen, was machen denn die anderen eigentlich? Und gerade bei diesen anderen haben vielleicht einige von uns auch viel mehr Einfluss als bei den Populisten selber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.